Ein zusammengedrückter Haufen aus Stühlen und Biertischen, daneben massenweise Grillgut und Baguette über den Boden verteilt, ist alles, was noch an das Nachbarschaftsfest erinnert. Rund 60 Anwohner der kleinen Gemeinde Hugsche Wart hatten sich hier zum Feiern getroffen, als plötzlich ein schwerer Lastzug mit Anhänger mitten durch die Menge fuhr. Der Lastwagen ist von einem Moment zum anderen von der Straße abgekommen, ungebremst über den Festplatz gerast und hat dabei zahlreiche Menschen unter sich begraben. Darunter auch zwei kleine Kinder. Nur mit einem schweren Kran konnten die eingeklemmten Opfer in der Nacht geborgen werden. Das Unglück ereignete sich nahe der Ortschaft New Beyerland, südlich von Rotterdam. Nach Zeugenaussagen soll der Fahrer des spanischen Lkw kurz vor der Unglücksstelle auf einem Deich gestoppt und dann wieder Gas gegeben haben. Dabei hätte er einem kleinen Lieferwagen ausweichen müssen und habe die Kontrolle verloren, behauptet seine Spedition. Die Polizei nahm den Unglücksfahrer fest, ein Alkoholtest verlief negativ. Für die Dorfbewohner ist das schreckliche Grillfestende ein schwerer Schlag. Ist enorm schräg, eine Frau. Es ist wirklich schlimm, was passiert ist. Wir sind eine enge Dorfgemeinschaft. Viele haben große Sorgen, weil sie nicht wissen, wie es ihren Angehörigen und Nachbarn geht. Die Untersuchungen zur Unfallursache dauern noch an. Neben menschlichem Versagen könnten nach Aussagen der Polizei auch technische Probleme in Frage kommen.